Ja, wunderschönen guten Morgen zusammen. Es ist schon der letzte Tag hier in Durango und der Gareth fährt mich jetzt zu meinem Platz, wo ich jetzt hin muss. Und Iker ist auch dabei. Und ja, wenn ich jetzt hier in die nächste Stadt komme, das seht ihr jetzt nachher gerade. Ich bin auf jeden Fall schon mega gespannt und ja, ich hoffe, dass es klappt. So, jetzt bin ich da also an meinem Spot angekommen. Und zwar wird heute gehitchhiked. Das heisst, ich schaue, dass ich da irgendjemanden finde, der mich mitnimmt in die nächste Stadt. Und zwar gehe ich nach Torreón. Das ist ein bisschen weiter im Norden. Und ja, jetzt probiere ich einfach mal mein Glück. Ich hoffe, ich komme irgendwie vorwärts. So, die ersten 25 Minuten sind um. Ich bin immer noch da. Aber ich glaube weiter daran. Jetzt haben wir gerade jemanden versäckelt. Wir haben so mega freundlich gelacht und so mega das Tempo verlangsamt und sind dann nachher da. Aber immer wieder ein bisschen gefahren und ich bin gelaufen und sie sind immer weiter gefahren und irgendwann hat es wieder Gas gegeben und sind davon gefahren. Urasis! Da habe ich schon Freude gehabt. Ja, no. Klappt bestimmt noch. Ist auf jeden Fall schon mal ein guter Versuch gewesen. Es hat jemand angehalten, aber leider gehen die eben nicht so weit. Das hat mir nicht viel gebracht. Darum, ja, haben zwar sogar Englisch geredet. Ist, glaube ich, irgendein Mexikaner, der, glaube ich, in Amerika geschafft hat. Also, ist, hat auf jeden Fall so den Anschein gemacht. Aber ja. Ja, noch. Was habe ich jetzt? Etwa 40 Minuten. Geht noch. Ein bisschen sünneln. Eine Stunde wäre durch. Noch habe ich nicht viel Glück gehabt. So, jetzt hat mich jemand mitgenommen. Aber leider nur bis zum Flughafen. Da hinten ist der Flughafen. Und das waren jetzt etwa gut 5 Minuten gewesen. Also ich bin eigentlich immer am gleichen Fleck. Aber davor hat es jetzt so die Station da, die Zahlstation. Und ja, da versuche ich jetzt mal mein Glück. Vielleicht, ja, da hat es ein bisschen mehr Autos. Weil haben sich noch zwei Autobahnen gekreuzt oder respektive sind zusammengekommen. Darum hat es da ein bisschen mehr Autos und da fahren es ein bisschen langsamer. Darum, vielleicht habe ich da jetzt ein bisschen mehr Glück. Mal schauen. Da hätte ich sonst da noch irgendwie ein WC oder einen Laden, falls ich nicht weiterkomme. Von dem her, ja, mal schauen, ob es das besser wird da. So, die Leute vorne bei dieser Station, wo man muss zahlen muss, haben gesagt, ich dürfe dort nicht hitchhiken, weil es ist zu gefährlich und so, blablabla. Aber da darf ich. Da fahren die Autos noch viel schneller. Ja, ist vermutlich dann ihre Verantwortung, wenn irgendetwas passieren würde oder so. Aber ja, ich weiss auch nicht, komme nicht raus. Aber Daniel hat mich jetzt da irgendwie wieder zurückgefahren. Und ja, jetzt bin ich aber da an einem völlig verschissenen Ort. Weil die Autos fahren extrem schnell hier vorbei. Immerhin kann ich jetzt mal die Leute ausschliessen, die am Flughafen gehen, weil die müssen da jetzt nämlich gerade rechts. Aber ich weiss nicht, ob das dann besser ist da, aber ja, ich probiere es jetzt mal. Ich kann aber wenn schon ein bisschen im Schatten stehen. Jetzt hat gerade die Polizei angehalten und hat gefragt, wo ich hin will. Ich habe gesagt, ja eben, Torreón. Dann hat sie gesagt, ah, okay, ja, ich soll doch den Bus nehmen. Ich sage, ja, nein. Ja, das ist schon noch witzig da, das läuft alles ein bisschen anders. Vorne ist auch der Daniel, ist da irgendwie wieder von dieser Straße wieder retour gefahren da. Also eigentlich als Geisterfahrer und ist dann da wieder, hat da den Turn gemacht und ist dann nachher so wieder weitergefahren, schon unglaublich da. Aber ich habe immer noch keinen gefunden, der mich mitnimmt. Scheiss mich langsam an. Huren ich. Sicher schon etwa 2 Stunden jetzt da und probieren, aber es... Schaut, es hat keine Autos da, nichts. Kommt irgendwie alle 2 Minuten kommt irgendwie ein Auto vorbei. Ja, ich glaube, ich werde alt da. Ich sehe mich schon wieder zurück auf Durango zu fahren. Oder Scheiß! So, ich habe es jetzt doch noch geschafft. Der Naum hat mich mitgenommen. Und ja, er fährt jetzt Richtung Monterrey und jetzt kann er mich mitnehmen, Torreón.
Und ja, ich bin jetzt etwa gut 2 Stunden oder ein bisschen mehr dort stecken geblieben. Aber das Warten hat sich gelohnt, offenbar. Und ich bin froh, dass ich das jetzt mitreiten kann. Ja, wir sind jetzt schon etwa 2 Stunden unterwegs. Und die Landschaft sieht immer so etwa gleich aus. Aber es ist mega eindrücklich. Wir müssen mal schauen. Es ist immer so relativ trocken alles. Es hat zwar so Bäume, aber es ist alles so ein bisschen verdörrt da. Aber ein ganzer Haufen so Hügel und alles. Und es ist mega verlassen. Also es ist, ich habe noch kein Haus gesehen jetzt während dieser 2 Stunden. Also kein Dorf oder keine Stadt dazwischen. Es ist wirklich einfach nichts. Aber mega schön zum da durchfahren. Jetzt kommen wir aber gleich mal an. Ich glaube, es geht noch etwa eine halbe Stunde oder so. Oder vielleicht eine Stunde. Und in Torreón habe ich dann auch wieder ein Couchsurfing-Host, wo ich würde übernachten würde. Bin ich schon mega gespannt drauf. Und ich würde aber nicht so lange dort bleiben. Aber das werdet ihr alles noch sehen. So, der Vater also wieder davon. Ich bin in Torreón angekommen. Ja, das war jetzt also mein erster Hitchhike gewesen. Wir sind da jetzt live dabei gewesen, wie das jetzt zu und her gegangen ist. Und ich weiss nicht, könnt ihr vielleicht in die Kommentare schreiben, sind ihr auch schon hitchhiken? Habt ihr gute Erfahrungen gemacht? Habt ihr schlechte Erfahrungen gemacht? Würde mich wundern, wie das bei euch so gegangen ist. Und ich denke, ich würde das sicherlich wieder machen. Also wirklich eine gute Erfahrung war, kann ich empfehlen. Und das sogar im gefährlichen Norden von Mexiko. Uiuiuiui. So, jetzt bin ich da also mit Sandra zuhause. Und jetzt müsst ihr euch mal das reinziehen. Das ist ein verdammt riesiges Zimmer. Und sie hat ein riesiges Haus. Das ist das Bett. Da ein riesiger Fernseher an der Wand. Und jetzt müsst ihr euch das mal reinziehen, wie es im Bad aussieht. Oh, wo ist das Licht? Ah, Hilfe! Da. Richtig schön. Also, ich habe eigentlich ein Zimmer mit eigenem Bad und alles. Und es ist eigentlich ein Airbnb auch. Sie tut es auch auf Airbnb ausstellen. Aber je nachdem, wo man sie anschreibt, auf Airbnb oder auf Couchsurfing, zahlt man oder man zahlt halt nicht. Und ich habe jetzt Glück gehabt in dem Sinn, dass ich jetzt nichts zahle. Aber sie ist Yoga-Lehrerin und sie spielt in einer Band, hat sie jetzt mir gerade gesagt. Und sie hat jetzt in 10 Minuten oder eine Viertelstunde hat sie einen Auftritt. Und sie haben mich gefragt, ob ich mitkommen will. Und natürlich gehe ich jetzt mit hin. Und ich bin gespannt, was sie da spielt. Sie spielt Kumpi. Keine Ahnung, wie die Musik richtig heisst. Ist irgendetwas von Südamerika. Aber jetzt gehen wir doch einfach mal hören, was da Sandra so spielt. Ja, wir sind jetzt hier so im sogenannten Ausgangsviertel, Zentrum. Ich mal so anschauen, wie das hier aussieht. Ganz ein Haufen Waren, links und rechts, sieht richtig nice aus. Und Sandra hat davor ein Konzert, ich glaube noch so ein kleines Studio. Hat auch mal so ausgesehen. Und sie und ihre Kollegen haben mich jetzt hier zu einem Restaurant geführt, wo ich jetzt noch etwas essen konnte, weil ich saumässig Hunger hatte. Und jetzt gehe ich zurück zu dem Studio, wo ihr das Konzert ist. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, was sie da für Musik machen. No.
So, wir sind jetzt wieder zurück zu Hause und ja, es war ein mega cooler Abend gewesen. Es ist jetzt etwa eins und die hatten ein richtig cooles Konzert gehabt. Und wir haben noch ein bisschen geplaudert nachher und ja, jetzt ist Schlafenszeit für mich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen gegen oben nicht vergessen und abonnieren. Und dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis dann. Ciao, ciao. Yeah.